Hund! Ja, ist schon gekillt. Boah, ich liebe die Desert-Siege. Alter! Ich glaube, ich mache im Multiplayer eine Akimbo Desert Eagle. Boah, ist wieder. Mach lieber P99. Nee, ist lustig mit Desert Eagle. Schaltet die Ziele aus. Ach, man hat keine Granaten. Nö. Ich wollte ihn gerade messern. Es geht ja auch auf Zeit. Wenig Munition. Ne, das geht nicht besser. Das war's. Doch. Nein! Hey, ich wollte weitermachen. Das ist nämlich eine scheiß unwichtige Mission. Ich hätte die P99. Achso, du willst... Warte nicht! Start! Okay. So, jetzt lass mal mit dem Hubschrauber da hinten wegfliegen. Nee. Scheiße. Jo. Ey, hier schwebt was. Hier schwebt was. Alles klar. Du warst gerade am Nachladen. Mhm. Du immer Dauerfeuer. Ich versuche mit Einzelschuss präzise... Und jetzt Zippo-Richtung. Ja! Das ist nämlich sehr Spezialeinheit-like, so mit Messer und so vorzugehen. Ach, mit Dauerfeuer vorzugehen. Nein, ich hab dich nicht angeschossen. Ist klar, zwei Stellen, ja, das reicht, auch. Oder? Mhm. Was kommt jetzt? Jetzt kommt... Widerstandsbewegung, och nö, das... Widerstandsbewegung, ach du Scheiße. Kennst du, erinnerst du dich an die Mission? Ja. Naja, wir haben sie eigentlich ganz passabel gemeistert. Ja, schon. Nicht vergessen, auch nach Geiseln aus Schau halten. Ich hab sie damals nicht gekillt. Glaube ich jedenfalls nicht, als sie gekillt hab. Die wurden ja mit rotem Licht markiert. Ich glaube, da hatten wir auch wieder eine Auswahl an Waffen. Ja, eine G36 ist nämlich sie, ja. Nee. Oder eine MSR. MSR oder G36 gehört mir. Oder M4. Was? M4 ich auch eine MSR. Ah, ich hab eine Sniper. Ach. Geil. Die hatten wir... Hat die auch diese Kurzstrecken-Visier? Nee. Ey, du hast sie vorher getötet. Paff. Paff. Oh, ich hab... durch eine Geisel den Typen getötet. Oh. Hinter dir. Aua. Hab ich jetzt nicht gesehen. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Das sieht nicht gut aus. Das hat nicht gut ausgesehen. Vorsichtiger Vorgang. Ja, ich hab nicht wieder Rambolei. Das kannst du ja nicht machen. Geduckt. Vorsicht. Sehr schön. Ja, ich bin gerade im Ofen. Bäm. Das ist eine Geißel da hinten, pass auf, oder? Ja, das ist eine Geißel. Jetzt hast du sie trotzdem getötet. Weil die das aussieht, die ein Gewehr in der Hand, deswegen. Vielleicht hat sie sich eins genommen, um sich selbst zu verteidigen. Oh, hier liegt eine G36, das ist meine. Das ist aber das typische amerikanische Vorgehen, glaube ich. Ups, jetzt habe ich meine... Alles, was ein bisschen gefährlicher aussieht, sofort ausschalten. Stimmt, so habe ich recht. Mhm. Gehst du nach rechts, ich nehme links. Ist klar. Hast du irgendwo eine Geisel gesehen? Nee, ne? Noch nicht. Naja, außer die, die du erschossen hast. Ey, da bist du nicht dran. Wo? Ah, da. Aus. Zack. Ha! Unscope. Ich höre Hunde. Da kommen die ersten Geißeln. Ich habe hier auch noch einen. Mitkommen.
Schon ein Hund. Ja, der ist Schatter G36. Nee, ich bleib lieber bei Schreiter den nimmsten Waffen. Achtung, das sind Schreinwerfer, da müssen wir es gleich ein bisschen aufpassen. Du kannst doch kaputt schießen. Nee, doch nicht. Der ist tot. Du spielst Soap, oder? Nee, ich glaube, du spielst Soap. Oder? Zeig mal her. Nee, du hast eine Gasmaske auf. Einer von uns spielt auf jeden Fall Soap. Hört mal lieber, ich glaube, ich spiele Soap. Der fliegt über uns. Und beobachtet uns. Glaube ich nicht, weil er hat ja gesagt, Wechselmagazin, also muss er ja dabei sein. Lass uns. Sie haben den Hund beobachtet. Der Hund wollte gerade auf mich losgehen. Die wurden entdeckt. Yo. Wow! Du bist schon wieder tot. Das sieht nicht gut aus. Ich wollte gerade noch helfen. Ach Mist. Noch mal Vorsicht, der Pimmer, ja, die sind und diesmal muss ich aufpassen wegen der Geisel da vorne. Ja, nicht wieder erschießen. Die Arme. Der schlimmste Tag von des Lebens der Geisel. Oh, ich hab die erschossen. Nee, das waren Soldaten. Ein guter Schuss. Wir müssen halt auf Soldaten am Anfang achten mit Scheinwerfer. Über Taschenlampen. Ich glaube, ich nehme eine AK. Ab die erste Geisel. No. Nee, Soap, guck nur zu. Ja. Der war auch hier liegt ein G36, falls du willst. Wow! Ah, ich habe Blute. Ich habe Blute. Von hinten. Hä? Hinter uns. Du musst ein bisschen aufpassen mit dem Haus. Oh, lass mich jetzt erstmal die ganzen Patronen aufschalten. 1, 2, 3. Dann lass mich lieber rechts machen und passe ich auf das Haus da auf. Jetzt traust du mir jetzt nicht mehr zu, oder was? Nee, weil die verkacken ihn hier nicht. Ja, pass auf die Geister da auf. Ja, auch verkackt. Geisel. Hinter dem Tisch da ist eine Geisel. Ich muss erst noch gucken, dass hier keine Wache ist. Hier liegt eine G36, nehme ich aber nicht mit. Oder? Oh. Stimmt allerdings. Ich brauche keine G36, ich habe nur einen Schildern. Eine Geisel ist leider vom Hund zerfleischt worden. Konnte ich nicht mehr retten. What the fuck? Ja, ich wollte ihn treffen. Ich dachte schon, was? Ich guck mal eben um die Ecke. Du hast auch Blendgranaten und so, die hättest du auch nutzen können fürs Haus. Ja. Mhm. Dann sind nur 100 pro irgendwo Zivilisten löschen. Soldaten. Da ist eine Patrouille. Da hinten. Links von diesen auch welche, ne? Ja, da bin ich gerade hin, ohne dass sie mich bemerken. Das ist den Hund, dann den. So, aufpassen jetzt. Jo. Ich leg mich mal hier hin. Scheiß Scheinwerfer hier. Kannst leider nicht kaputt machen. Ist leider nicht Silent. Ach, Splitter Cell. Ich gucke vorsichtig. Ich glaube, das war's soweit, oder? Warte mal. Sieht mal so aus. Ist der eine Geisel? Wo? Road markiert. Da ist einer. Erwischt. Noch einer. Sehr schlecht, das Magazin. Ja, Soap, guck mal zu. Ja.
Du weißt ja, welche Geiseln mit die du findest, ich kümmere mich um die Soldaten. Du machst hier den Rambo. Was, eine. Boah, hat der mich gesehen, ey? Oh, da kam der Geisel. Ich brauch sofort diese G36, wo ist die? Da. Ich hab gerade all unsere Geiseln erschossen. Es nicht, wo ist nicht? Warte! Ich hab hier gerade ein Problem. Wo bist denn du lang? Ja, ich musste Treppe runter und ein paar bisschen erschießen. Ich hab gerade sämtliche unsere Geiseln erschossen. Weil die sich genau in meine Schussbahn gelaufen sind und ich dadurch den Gegner getötet habe. Rotpunktvisier. Geht doch. Warum liegt hier eigentlich kein Schalldämpfer G36 rum? Das wäre geil. Boah, atme nicht so in dein Mikro. Haben wir alles hier? Ist ja noch eine Geisel. Ecke, runtergucken. Das war ein Schatten, da dachte ich gerade, das wären Terrorist, wie sie ja sind. Terrorist. Da kommen welche. Wo? Kommen jetzt die Straße entlang. Ich sehe schon. Boah, die haben auch gute Augen. Wollte ich gerade sagen. Oh. Da kommen noch welche. Alter, wie viele denn noch? Das war's. Liegen noch ein paar G36er. Ja, ich will keine. Die hat mir nur Ärger bereitet. Ist das nicht die Mission mit Soap und so weiter? Die Schlechtmission fällt mir gerade mal drauf. Da hinten sind ein paar. Da ist bestimmt noch eine Geisel drin. Nein. Ja, ist es sogar. Alles gesichert. Okay, die Geißel ist sicher. Ich hol die. Der muss aufpassen, sonst erschieße ich den. Ja. Wo ist denn der überhaupt? Ach, da hinten. Bleibt bei der Straße sagt welche. Wow. Ah, oh, mein Bein juckt. Ah, Moment. Ah. Das ist ein Hund. Mein Bein. Noch ein Hund. Gut, jetzt geht's wieder. Dann leuchtet es. Ja, hab schon alles ausgeschaltet. Müssen wir das Haus? Das ist ein. Das ist ein Geist. Hier ist aber keiner. So. Ja, Sir. Ich hab so langsam keine Munition mehr für meine Sniper. Ich bin ja wohl nur 10 Schuss, aber das ist ja ein 20er Magazin. Ah, komm. Sehr gut. Rush um dein Leben! Leider konnten nur 2 gerettet werden. Die anderen sind leider gestorben. Gut gemacht. Alles klar, Operation wechseln. Es kommt, glaube ich, das ist in Berlin jetzt die ganzen Missionen. Meine Stadt, in der ich lebe. Kleine Brüder. Ach, hier geht eine Rolle. Ja, das ist jetzt hier mit das dem mit Helikopter und alles mögliche. Genau. Funktion starten. Und danach kommt die Sniper-Mission. Da willst du wieder die Juggernaut spielen, oder? Ist mir egal. Na, dann mach mal. Im W3 ist endlich cool und spezial, aber der Multiplayer ist ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach. Warum? Weil wenn man mal MW2 und Call of Duty 4 anguckt, da ist die Hitbox wesentlich besser gestaltet als hier. Ich darf wieder Panzer erledigen. Ich soll nicht wieder hier Rambo-like vorgehen, ne? Nee, ich bleib schon in Deckung.